Hallo, ich bin Ramona. Knackiger Eischnee, eiskaltes Eis und leckere Früchte in Vanillesoße. Das ist das beliebteste Dessert bei Tupperware. Das überbackene Eis aus der Ultra. Und wie schnell und einfach du dieses zauberhafte Dessert zubereitest, das zeige ich dir jetzt. Für das überbackene Eis benötigst du ein Glas Kirschen, 4 Bananen oder wahlweise 500 Gramm Obst deiner Wahl, 1 Kilo Vanilleeis, du kannst aber auch jede andere Eissorte nehmen, 6 Eiweiß, 50 Gramm Zucker und etwas Zucker zum Drüberstreuen. Zusätzlich nutze ich die 3,5 Liter Ultra, den Easy Mix, die Schneidflex, das A-Serie Universalmesser, meine beiden Silikon-Backhandschuhe sowie einen Topschaber und den Servierlöffel. Zu Beginn heizst du deinen Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nun schneidest du die Bananen auf der Schneidflex klein und gibst sie in die Ultra. Das Glas Kirschen habe ich bereits abgegossen und nun kommen die Kirschen zu den Bananen in die Ultra. Jetzt trennst du die 6 Eier. Dazu kannst du natürlich auch super die Küchenperle benutzen. Im Easy Mix kannst du sie auf der Stufe 1 innerhalb von 30 Sekunden schaumig schlagen. Jetzt kommen die 50 Gramm Zucker hinzu. Als nächstes verteilst du das komplette Eis auf den Früchten. Das Eis wird erst jetzt aus dem Tiefkühler genommen und nicht schon vorher angetaut. Danach verteilst du den Eischnee über dem Eis und streust etwas Zucker drüber. Jetzt kommt dein Eis ohne Deckel für 10 Minuten in den vollständig vorgeheizten Backofen. Nach 10 Minuten ist dein überbackenes Eis fertig und sollte sofort serviert werden. Ich empfehle dir dazu den Servierlöffel von Tupperware. Mit dem überbackenen Eis kannst du auch eine große Anzahl an Gästen verwöhnen, denn es gelingt in jeder Größe der Ultra Pro Serie. Eis bleibt Eis, die Früchte sind in einer leckeren Soße und der karamellisierte Eischnee ist einfach nur lecker. Wenn du eines der genutzten Produkte bestellen möchtest, dann schreibe mir einfach direkt auf mein Handy oder bestelle deine Wunschprodukte in meinem Shop. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachkochen und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über einen freundlichen Kommentar. Vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du auch keine Rezepte mehr.